Menschen dieser Welt, gestattet, dass ich mich euch vorstelle als Anonymous, denn ich bin nichts als eine Idee. Die Idee einer freien Welt, frei von Unterdrückung. Frei von Armut und Mord durch die Hand der Tyrannen. Frei von Hoffnungslosigkeit und Völkermord. Eine Welt, in der der Sinn im Leben ist, frei zu leben, ohne die Einschränkungen eines korrupten Regimes. Dies ist die zweite in einer Reihe von Nachrichten. Wenn ihr noch nicht vertraut seid mit den gegenwärtigen Aktionen, seht euch das Video an, das nun auf dem Bildschirm verlinkt ist. Ihr fragt euch vielleicht, was Anonymous ist, nachdem ihr die Gerüchte und Lügen, die die Medien über Anonymous verbreitet haben, gehört habt. Lasst mich euch sagen, dass Anonymous keine Terroristen sind, so wie es euch die Mächtigen glauben lassen wollen. Anonymous wurde von ihnen dämonisiert, einfach weil wir Gerechtigkeit zu den Unterdrückten brachten. Anonymous wird die Unterdrückten rächen, wenn ihre Freiheit bedroht ist. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Wir sind viel. Um das klarzustellen, Anonymous war nicht verantwortlich für das PlayStation Network Fiasco. GMO. Wir haben Julian Assange und andere Mitglieder von WikiLeaks verteidigt, als sie für das Veröffentlichen von Informationen verfolgt wurden, die Beweise lieferten für die Korruption in unserer Regierung und unserem Militär. Wir gaben den Ägyptern das Internet zurück, als die ägyptische Regierung dem Volk die Stimme in die Welt nehmen wollte. Wir haben unzählige Menschen unterstützt und verteidigt in ihrem Streben nach Freiheit, und nun werden wir dies auch auf großem Maßstab fortsetzen. Es ist an der Zeit, den menschlichen Geist zu erneuern. Ich gehe nochmal auf das vorherige Video ein, um alle Missverständnisse zu beseitigen. Wir rufen alle Cyberkrieger auf, sich uns anzuschließen, während wir den Spieß gegen die Unterdrücker drehen. In diesem Moment werden Vorkehrungen getroffen, die Stimme des Internets zu zensieren. Das Internet ist die letzte Bastion von wahrer Freiheit für die Menschheit. Wir haben begonnen, uns auszutauschen, ganz egal wo wir sind auf diesem Planeten. Das ist besorgniserregend für diejenigen, die uns kontrollieren wollen. Sie wollen uns ruhig stellen, und das Internet ist unsere letzte Chance. Diejenigen, die die Freiheit einschränken wollen, die schuldig sind des Verrates an den Menschen, werden nach der digitalen Vormacht streben. Alle, die gegen den Willen der Menschen und die Freiheit stehen, werden zum Ziel von Cyberangriffen werden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Es ist die Pflicht aller Menschen, auch weiterhin für ihre Freiheit zu kämpfen, mit allen nötigen Mitteln. Es ist an der Zeit, diese Nachricht an alle eure Freunde und Bekannten zu verbreiten. Der Protest muss häufiger werden und an Stärke und Zahl zunehmen. Friede ist unsere Priorität, aber wir werden entschlossenen Widerstand leisten. Unsere Stimme und unser Ziel sind unsere Waffen. Selbstschutz unser Angriff. Protestiert, macht Flyer, Kunst, Musik, schreibt, macht Videos. Schreibt es auf die Wände in jeder Stadt. Banksy, das meint ich, mein Freund. Die Zeit für neue Taktiken hat begonnen. Der Widerstand ist hier. Während die Unterdrücker diese Stimmen zum Schweigen bringen wollen, sind die Wächter der Freiheit da, um den Spieß auf der digitalen Landkarte umzudrehen. Durch diesen Widerstand werden wir stärker werden, während unsere Freunde uns in der digitalen Welt verteidigen. Wir sind vereint. Wir sind viele, wir sind der Widerstand.